Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Das ist jetzt mittlerweile der vierte oder fünfte Versuch für dieses Video. Und ich komme immer über eine Stunde. Und ich weiß ja, dass ihr die kurzen Videos momentan bevorzugt, weil es so warm draußen. Deswegen stelle ich mir jetzt hier eine Stoppuhr ab jetzt gleich und versuche auf etwa 10 Minuten zu kommen. Ich kann euch halt nicht alles zeigen, weil wir jetzt schon in der Titelbeschreibung gelesen habt oder im Titel des Videos. Es geht um Camtasia 2022. Da ist so viel drin. Ich habe schon einige Sachen getestet, aber ich habe bei Weitem nicht geschafft, alle zu testen. Weil da ist einfach unheimlich viel drin. Deswegen gebe ich euch einfach nur mal so einen kurzen Abriss und zeige euch ein bisschen 22, zeige euch ein bisschen 21, was ich bis jetzt so, was mir so speziell ins Auge gefallen ist, und gibt danach so ein kleines Fazit, wie die neue Version mir jetzt persönlich gefällt. Ich benutze übrigens Camtasia jetzt seit Camtasia 8. Kam 8, 9 und dann kam ja schon die 2000er Variante, glaube ich. 2021, 2022. Also müsste jetzt, glaube ich, fünf Versionen müsste. Ich habe keine Ahnung. So. Und ich habe auch beide noch drauf gelassen. Ich empfehle euch, das ist so ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr umsteigen wollt von 21 auf 22, deinstalliert 21 nicht gleich, nachdem ihr 22 per Update installiert habt oder so. Und per Update müsste der alte Ordner, weiß ich jetzt nicht, wie es ist. Ich habe es als eigenständige Datei installiert und habe 21 dadurch beibehalten. Da kommen wir nachher noch dazu, warum und weshalb. Wir starten mal kurz 21, damit ihr den Ladevorgang von 21 seht. Weil da hat sich ein bisschen was geändert. Das ist halt jetzt 21. Mache ich mal hier in die Ecke. 22 sieht da ein bisschen anders aus. So, das ist jetzt 22. So. Wir haben bei 21 natürlich die Einführung, wir haben Lernen und wir haben Hilfe. Bei Lernen, hier kommt, haben da dann halt ganz viele Tutorials und zu, was weiß ich, eigenen Bauch binden und was weiß ich. Also da muss ich sagen, Kuss an Camtasia, das ist wirklich richtig geil. Kurze, knappe Videos. Ich weiß, ihr wisst, ich kann nicht knapp. Ich quatsche halt gerne. Kurze, knappe Videos. Super erklärt. Findet ihr auf der Webseite oder bei YouTube auch von Camtasia. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr da spezielle Sachen einfach sucht. So. Und hier habt ihr dann Hilfe. Dann Community Support, Online-Hilfe. Ja, und hier auch das Handbuch. Das, muss ich gestehen, habe ich das, also nicht das Handbuch an sich, sondern über die Kurzbefehle. Ich lade es einfach mal kurz runter. Oder wir gehen einfach mal auf die Webseite, besser gesagt. Das habe ich des Öfteren aufgemacht. Aber auch schon früher. Weil ich, gebe ich auch zu, ich vergesse die kompletten Kurzbefehle. Ich mache alle immer noch händisch hier, alt mit Mauszeiger und so. Der einzige Befehl, aber wirklich der einzige, den ich im Kopf habe, ist STRG und Z. Der steht jetzt hier aber nicht drin. Das ist für zurück. Wenn man was bearbeitet hat, um zurückzumachen. Oh, gefällt mir nicht. STRG, Z, 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 Z. Und dann wieder zurück. Das ist der einzige Befehl, den ich... Nee, Quatsch. Mit Y. Kann man dann wieder vorwärts gehen. Den habe ich auch. Aber sonst alle anderen Befehle... Und ich benutze es seit Jahren. Ich kann mir die nicht merken. So. Also hier ist eigentlich alles gleich geblieben. Was sich halt geändert hat, ist hier oben. Und hier unten haben wir dann unser Benutzerprofil. Weil man kann ja bei Camtasia seit 20, glaube ich, war das, kann man ja ein Abo abschließen. Und dann kann man halt online halt noch mehr Templates, Sounds und so weiter alles runterladen. Und die ganzen Codes... früher war das so, dass man hat Camtasia installiert, hat einen Code gekriegt, also der war ja halt
Ei oder man hat den halt online gekauft und dann hat man halt sich Camtasia runtergeladen, hat den Code eingeben, fertig. Jetzt ist es ja so, das wird aktiviert und dann muss man sich anmelden. Und dann wird dieser Code, den man aktiviert hat, auf seinem eigenen Benutzeraccount registriert. Also das bei Camtasia, dann steht halt die Version von Camtasia und der Code. Version von Camtasia, Code. Version von Camtasia, Code. Und halt ich weiß nicht, wie ich das aussprechen sollte, das ist dieses Programm. Da werde ich auch noch ein separates Video zu machen. Da hatte ich damals mal schon mal ein Video gemacht, aber da werde ich nochmal ein Video machen und hier wird es dann halt auch kurzzeitig auftauchen. Das ist Editor öffnen. Snacket Editor, genau. Snacket. Mit Namen bin ich nicht so. Neues Projekt ist gleich. Wir haben jetzt hier nur oben eine grüne Ecke drin. Dann, also ein bisschen vom Optischen, ein bisschen alles aufgefresht. Ich finde auch, dass das Grüne jetzt ein bisschen mehr da ist und so. Finde ich halt ein bisschen schöner. Dann haben wir hier aus neues Ausvorlage. Da haben wir dann halt jetzt hier, wird anders gemacht, hier sind die hinteren grün. Finde ich auch gut, dass es grün ist. Halt, also viele sagen immer, warum grün? Ja, grün ist halt die Camtasia-Farbe. Und ich finde halt gut, dass sich das halt jetzt im Gegensatz zur alten Version hier widerspiegelt. Also ist aber nur meine persönliche Meinung. So, dann haben wir hier Projekt öffnen. Das haben wir hier hinten. Da haben wir auch mit grün. Aufnahme war hier in der Mitte. Haben wir jetzt hier auch mit grün. Aber hier hat sich was geändert. Wir können jetzt hier rauf drücken. Man kann dann halt sagen, das ist eine Bildschirmaufnahme übrigens. Wir möchten Camtasia für die Bildschirmaufnahme benutzen. Dieses Audita oder wie das heißt, das habe ich nicht. Oder Snacket. Wenn wir hier rauf drücken, dann öffnet sich gleich Snacket. Dann können wir jetzt hier sagen, ist gleich per Video umgesprungen und wir können damit ein Video machen. So. Oder halt mit Camtasia. Dann bringt Camtasia an. Hier ist jetzt, müsst ihr euch nicht wundern, hier ist jetzt nichts drin, weil ich nehme jetzt gerade mit OBS auf, um das euch halt bei den beiden Versionen zeigen zu können. Ja. Und jetzt starten wir einfach mal ganz normal. Juckt die Nase. So. Und jetzt sind wir halt in Camtasia. Das, was ich euch jetzt zeige, das kann ich euch, da brauche ich nicht beide Versionen aufhaben. Bibliothek. Das ist meine eigene Bibliothek. Da kommen wir später noch dazu. So, das ist die Bibliothek von Camtasia 21. Ja, mit Outros, Intros, ja, Bauchbinden. Kann man sich selber gestalten. Kommen wir auch nachher noch kurz dazu. So. Und jetzt kommt die Bibliothek von Camtasia 22. So. Das ist die Bibliothek von Camtasia 22. Ja, da ist wirklich viel, viel mehr drin. Wir haben jetzt hier ganz viele Cruiser-Effekte, Cruisers drin. Mac und Windows. Also, um jetzt irgendwas darzustellen. Also sind eigentlich Bilder. Ich zeige euch das mal kurz. Windows. Ja, das ist dann hier einfach nur das. Oder halt hier. Dann kann man sich das anpassen. Ne? Das ist aber halt, wie gesagt, das sind halt jetzt, gibt auch halt. Wollen wir hier ein Stück drunter. System, Windows, wir haben auch den Aero-Effekt und hier die Hand, die könnte dann auch größer machen. Na, komm. Ja. Um halt irgendwas darzustellen oder vielleicht noch einen animierten Effekt dazu machen, damit es hüpft oder reingeschossen kommt und dann hier hüpft, hier ist es und dann rausgeht. Ja, da seid ihr dann. Die Animation könnt ihr auch selber gestalten, finde ich auch sehr schön. Eine Sache gibt es in Camtasia, die ich mir schon seit der Version 8 wünsche, die ist leider immer noch nicht drin. Da kommen wir aber auch noch dazu. So, das ist jetzt erstmal nur so ein kleiner Überblick. Also ist wirklich unfassbar viel drin. Auch Audio haben wir hier wieder mit drin. Um irgendwie Hintergrundmusik zu machen bei einem Tutorial oder
wo man halt nicht quatscht für so ein Infovideo, wo man halt zeigt, hier, was weiß ich, mit einer Maustaste, du siehst halt, hier sind so Vorlagen von der Oberfläche vom Mac zum Beispiel. Ja? Macht man sich so eine Vorlage auf von der Oberfläche vom Mac, wo dann halt unten diese Leiste ist, und dann geht man halt, nimmt man halt den Mauszeiger und dann macht man den animiert, dass er darauf geht, und dann macht man im Fenster sich so ein Bild, dass sich so ein Fenster öffnet, und da kann man dann als ganz vereinfachter Tutorial jetzt gesagt, und da könnte man dann die Musik im Hintergrund packen, natürlich leiser, und dann hat man dann halt Hintergrundmusik, dann kann man diese Soundeffekte noch klick-klick von dem Mauszeiger machen. Na egal. Also nur als Beispiel. Ja? Ich muss mal meine Uhr hier im Überblick behalten. Aber ich habe die gar nicht gestartet. Na, starten wir ab jetzt. Versuchen wir bei 6 Minuten zu bleiben. Ah, nee, ich bin schon bei 10 Minuten. Ich sehe sie hier unten. Doch, da müssen wir aufpassen. Ich will halt nicht zu viel und zu lange machen. So, wir kommen mal noch einmal zu meiner eigenen Bibliothek. Weil bei über die 21er-Version habe ich, da habe ich Bibliothek. Da kam ja auch eine dazu. Wir nehmen mal das hier oben. Aber das habe ich nicht speziell gesagt. So. Das ist jetzt mein Outro. Ich mache das mal an, damit ihr das seht. Und auch damit ihr das seht, für die, die es noch nicht kennen, was da passiert. Hier oben ist ein Animationseffekt drin. Und hier ist ein Animationseffekt drin. Oder ein Verhalten, besser gesagt. Das sind zwei verschiedene Arten, Animation und Verhalten. Wir machen jetzt mal am besten in die Mitte rein. Genau. So, und wie ihr seht, da, hier ist ein Verhalten und hier ist ein Verhalten drin. Die sind dann halt da, Verhalten. Ja, da kann man sich dann aussuchen, und dann, ob sie schwanken soll, die Schrift, oder hier so, oder hier. Also habt ihr verschiedene Sachen. Animationseffekte sind halt anders, die sind hier zu finden. Da habt ihr so reinzoomen und dann rübergehen. Das könnt ihr euch aber alles auch noch anpassen. Ihr könnt jede x-beliebige Animation auswählen, unten reinziehen in euer Video und dann auf der rechten Seite nochmal bearbeiten. Da könnt ihr dann nochmal sagen, oh, ich habe die falsche, aber ich nehme dann doch lieber die oder was weiß ich. Und dann kann man da dann auch nochmal die Art der Animation ändern, die Geschwindigkeit, die Übergänge, alles. So, aber so, das ist unsere Timeline. Ach Quatsch, Timeline. Das ist unser, ja, wo alles drin ist, was wir gerade benutzen. Das können wir jetzt zum Beispiel rauslöschen. Das brauchen wir ja nicht mehr. Das war vorhin. So. Und das ist alles, was jetzt gerade da drin ist, in meinem Abspann. So. Und wenn man jetzt zum Beispiel, wie jetzt bei meinem Abspann, die Kanalmitglieder, die da stehen, und ein fettes Dankeschön an die, die den Kanal unterstützen, erstmal an der Stelle auch. Wenn man das bearbeiten möchte oder öfters mal neu machen muss. Früher war das so, da hat man ein Video gemacht, hat stellt alle drum und dran, hat das Video gemacht, fertig ist. Und dann war A-Karte. Musstest du, wenn du das anders haben wolltest, musst du alles wieder neu erstellen. Das haben sie dann mit der Version 21, ich glaube, es war 21, etwas abgeändert, weil wir haben ja unsere Bibliothek. Wir können einfach Rechtsklick sagen und dann in Bibliothek speichern. Ach, hier unten, warte, da, in Bibliothek speichern. Fertig ist. Nicht nur das ist gut, nein, wir haben jetzt hier oben, müsst ihr mal hier gucken, in die Reihe, wo ich hier gerade mit der Maus bin, da haben wir jetzt Karteikarten. Und die rufen wir uns mal auf. So. Gut, jetzt haben wir alle Karteikarten auf. Ich habe, warum bei mir mehrere Plus sind, ich habe, das Intro besteht eigentlich aus zwei Karteikarten. Eine Karteikarte für das Intro, Musik und halt die obere, und die andere ist halt das mit den Kanalmitgliedern. So. Jetzt zeige ich euch mal. Hier haben wir jetzt praktisch 1, 2, das ist, hier ist es dann die dritte, vierte Ebene. Das geht dann halt hier hoch bis Ebene 9. So, bis Ebene 9, also Spur 9 geht das hoch. Das ist alles das, was ihr hier so seht. Außer halt das mit dem Danke und mit den Kanalmitgliedern. So, da haben wir dann hier oben zum Beispiel die Schrift. Ja. Nein. Und dann können wir dann praktisch
Mach mal das kurz ein Stück kleiner für euch, damit ihr das vielleicht hier auf der rechten Seite besser erkennen könnt. So. So. Ja, das ist das Verhalten. So. Haben wir hier die Schriftart, Größe. Hier unten können wir das auch noch aufklappen. So, wir haben einen Schatten drin und wir haben ein Skalieren haben wir drin. Ihr seht ja gerade, dass das jetzt hier, wartet, ich gehe mal ganz raus, ich mache mal ganz langsam, dass ihr das seht. Das kommt halt langsam rein. Seht ihr das? So. Und dann ist es da, bleibt da, hat halt diesen Effekt, wie ihr seht. Und dann hier hinten zum Schluss geht dann alles langsam weg. Ich habe auch alles so gemacht, wenn ihr die anguckt, hier die Icon kommen als erste, dann die Schrift, nächste Icon, 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 Schrift, dann ist alles da, dann gehen die Icons und die Schrift weg und dann die, und dann die Überschrift und weg ist es. So. Aber was halt wichtig ist, wir wollen das ja auch mal ändern. Ja, deswegen gehe ich halt einfach auf die zweite Karteikarte. Ja, können wir uns hier clean machen. So. Oder groß. Wir können halt die Arbeitsfläche uns so anpassen, wie wir sie haben wollen. Können uns auch hier aus und zack. Da sind wir komplett. Und jetzt können wir hier einfach mal reinklicken. Ich habe es mal rangezoomt, soweit wie geht. Ich mache mal groß. So. Dann können wir hier oben klicken und können hier einfach Sachen dazu schreiben oder löschen. Und wenn ich dann fertig bin, mache ich das einfach zu und sage hier in Bibliothek speichern. Muss dann natürlich hier einen neuen Namen machen, weil dann haben wir hier eine 1 dahinter. Ich lasse meistens mit der 1 dazu und speichere mir das und lösche dann das, wenn das dann hier fertig ist, wenn ich es in der Bibliothek habe, lösche ich das hier raus, löschen, gehe hier vorne hin, sag auch, alles markieren und löschen, dass ich halt nichts in der Fertigung habe. Und dann kann ich das alte hier einfach löschen und dann bleibt nur noch das neue drin. So. So, hier können wir dann, wenn wir ausmachen, können wir auch, ist zwar jetzt nichts da, aber wir haben ja was gemacht, können wir sagen, wir möchten uns ein Projekt speichern. Achso, ja, das wollte ich ja machen, Mensch. Ja, wir speichern mal ein Projekt. Und das nenne ich einfach mal unbekannt speichern. Und dann geht's aus. Und dann starten wir nochmal neu. Und wir sagen jetzt einfach Projekt öffnen. Dann haben wir das, was wir ja eben erstellt haben, öffnen das. Und schon ist alles wieder da. Er holt jetzt, hat auch alles wiedergeholt und fertig ist. So. Das war jetzt einfach mal zu den einfachen Sachen. Ihr habt natürlich noch viel mehr und ich liebe diese, wir haben auch hier viel mehr virtuelle Effekte jetzt mit bei und was ich euch empfehlen kann, ist diese Sachen hier. Wir kamen ab 21, ich glaube ab 21 kam das dazu. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Hier seht ihr ja, wie mit die Maus, linke Seite, wie die Maus da so ein bisschen zittert und dann rüber geht. Und da haben wir dann hier auf der rechten Seite, sieht es dann halt sehr direkt aus. Das ist ein Effekt, den ihr auf ein fertiges Video machen könnt, wenn ihr mit Camtasia in eurem Bildschirm aufgenommen habt und eure Maus ja auch eingeblendet habt, dann könnt ihr diesen Effekt darauf machen, dass, wenn ihr selber so einen kleinen Tatterich habt, dass die Maus gerade läuft, dass es für ein Video halt ein bisschen besser aussieht. Und dann könnt ihr auch noch planen, hier also die Linien ein bisschen anpassen. Ihr könnt sagen, die Effekte für die linke und die rechte Maustaste, ob dann Wassereffekt, was weiß ich, für ein Effekt sein soll, wenn ihr die Taste benutzt. Ihr könnt auch die Maus so ein bisschen anders erscheinen.
lassen, also mit so einem Schein oder so. Wenn ihr eine Maus habt, auf der rechten Seite habt ihr dann auch die Möglichkeit einzustellen, wie groß die Maus zu sehen sein soll. Können wir ja mal kurz, kann ich euch ja mal kurz zeigen. Das ist auch ein Grund, warum ich das jetzt mit OBS aufnehme, weil wenn ich das mit Camtasia machen würde, jetzt einfach sage, hier, bam, nehmen wir halt mal den Hintergrund auf, dann würdet ihr das hier nicht sehen. Also es sei denn, ich nehme mit einer anderen Camtasia-Version auf. Aber mit der eigenen Version, wo ich jetzt hier das mache, ihr seht ja hier, hier ist das Ding. Nee. Das wird auch bei OBS gar nicht mit eingeblendet. So, ich halte jetzt hier gerade dieses Bedienelement fest und hier geht die Zeit, hier ist Minus, zurück, Pause und Ende. So, jetzt drücken wir hier drauf, zack, seht ihr? So. Und wir gehen mal an eine Stelle hier weiter vor. Hier seht ihr schon. Dass die Mauszeiger ziemlich groß ist. Das hat er von den letzten Einstellungen hier ist er ein bisschen verschoben, so ein bisschen. Kann immer mal passieren. So. Aber ihr könnt den Mauszeiger hier einfach noch größer machen. Oder die Deckkraft könnt ihr auch hoch machen, dass er den halt so. Ne? Darunter ist immer noch der Originale. Man könnte halt bis zu der Größe hochballern. Dann sieht das halt so im Video aus. So, als Beispiel. Löschen. Achso, und ich brauche ja sowieso eine Datei jetzt. Ne? So. Dann hat sich noch was geändert im Gegensatz zur Camtasia-Version 21. Und zwar das Produzieren von Videos. Dafür mache ich das jetzt mal hier nochmal ein Stück kleiner. Na, komm doch her. Achtet nie, das richtig zu erwischen. Nee. Auch bei den Fenstern nicht. Bei der Windows 10-Version. So. Immer greife ich daneben, aber egal. So, wir haben jetzt hier praktisch ein fertiges Projekt und das möchten wir jetzt gerne exportieren. In der alten Version, also sprich bis jetzt, war das immer so, man ist hier oben raufgegangen, auf Exportieren und hat es exportiert. Da konnte man dann halt, kommen wir auch gleich dazu, ist jetzt ein wenig anders. Wir haben nämlich mehrere Möglichkeiten. Das kennt ihr ja alles mit den verschiedenen Möglichkeiten, so wie Vimeo, YouTube und Google Drive und so. Hier oben haben wir aber jetzt einmal lokale Datei und lokale Datei alt. Also hier steht MP4, GIF, M4A und so. Und hier steht dann nur in Klammern alt. Da hat sich jetzt ein bisschen was getan. Nicht, dass wir noch eine neue, nicht nur, dass wir eine neue Version dazu bekommen haben. Einige Sachen fehlen auch. So, zum Beispiel. Also bei mir jetzt nicht mehr, aber so. Wenn ihr auf Alt geht, habt ihr nur noch diese Sachen drinne mit, wo haben wir's? Ihr mit Smart Player erstellen. Diese drei Sachen habt ihr dann nur noch drinne. Die habe ich drinne. Und das auch aus dem alten Profil. Und das ist halt mein neues. Da bin ich gerade ein bisschen weiter am Testen, das erkläre ich euch nachher. Die habe ich nur drinne. Weil ich auf Camtasia gegangen bin. Zeige euch das mal. So. Das ist halt der Camtasia-Ordner. Hier, wie gesagt, habe ich schon ein paar Mal was hier getestet und gemacht. Und hier haben wir die Version 21 und hier haben wir die Version 22. In der Version 21 geht ihr drauf und dann markiert ihr euch einfach nur 4K, nur 1080p und das. Wenn ihr nur das wollen wollt, dann geht ihr auf, oder beziehungsweise ihr habt dann ein eigenes Profil erstellt, so, Rechtsklick und dann ganz normal kopieren. Dann geht ihr zurück, zack, und dann fügt ihr das hier ein. Rechtsklick, einfügen, dass ihr diese Sachen habt. Ihr könnt die, wenn ihr dann später wechseln werdet,
eure Camtasia-Version, also empfehle ich euch in unregelmäßigen Abständen, ich versaubeutel das grundsätzlich auch immer, Backups zu machen. Sowohl von den Einstellungen von Camtasia, also die Profile, wenn ihr euch die selber anpasst, als auch die Bibliothek. Ja, wir können dann einfach sagen hier Plus. Und dann können wir hier sagen, Timeline auswählen, Medienbibliothek importieren. Da können wir dann halt importieren. Und voilà. Weitere Medien herunterladen. Dann kommen wir hier hin. Das ist, warte, ich muss erstmal gucken, nicht, dass da irgendwas zu sehen ist. So. Und dann können wir uns die Sachen hier einfach mal einzeln exportieren. Muss mal gucken, wie das jetzt hier war. So, ihr habt da dann praktisch eure Bibliothek von Camtasia, die euch zur Verfügung gestellt wird. Kann man sich dann einloggen hier oben. Also das seht ihr nicht, dass die Kamera drüber und dann habt ihr verschiedene Videos, Images, Effekte, Musik, Soundeffekte, die ihr euch runterladen könnt. Warte, ich melde mich mal kurz an. Ach, jetzt muss ich hier wieder muss ich einen Code eingeben. Kleinschreibung wieder achten hier. Das. Falsche Buchstabe, das ist echt hier. So, und jetzt kann ich mich mit E-Mail und also Passwort anmelden. Jetzt sind wir verbunden. Ich gehe jetzt einfach mal auf Effekte. So. Und da haben wir dann halt jetzt hier zum Beispiel die Explosion. Die kommt, die könnt ihr euch ganz einfach runterladen. Aufklicken, runterladen. Oder hier, das mit dem Feuer, auch recht geil. Da seht ihr, hier haben wir runterladen und senden. Hier haben wir es nicht. Hier braucht man Premium-Content. Und der kostet dann halt 200 noch was. Das habe ich leider nicht. Aber genauso ist es dann halt auch, wenn man dann halt auf Audios geht. Soundeffekte nehmen wir mal jetzt am besten. Und hier sind dann halt viele, die Geld kosten. Aber ihr habt auch ein paar zwischendurch, die gratis sind. Da müsst ihr mal durchforsten. Das würde jetzt zu lange dauern, wenn ich das jetzt mit euch zusammen mache. Bei Musik war, glaube ich, auch. So, nehmen wir mal Premium raus. Apply. Ne, ist doch nichts mehr drin. Musik. Apple. Ja, da haben wir dann halt Sachen, die wir runterladen können. Okay. Video starten. Download und senden. Wenn wir die jetzt downloaden, einfach ganz normal runterladen. Oder hier. Und dann habt ihr hier unten die Dateien. Ich zeige euch mal anhand des Feuers das. So. Und dann öffnet sich hier das Importieren-Feld. Und da müsst ihr natürlich sagen, wo ihr das hinhaben wollt. Ihr könnt ich könnte es in meine eigene machen oder in die Standardbibliothek. Ich sage immer mal Standard, importieren. Und dann ist er drinnen. So, dann kann ich das hier rauf machen. Ja, das würde dann so aussehen. Ja, das wäre es dann halt. So. Und wartet mal, wir gehen wieder nach vorne zurück. Das ist ja eigentlich ganz cool gemacht, dass halt, dass man sich so Sachen noch runterladen kann. Auch, dass die Bibliothek jetzt, die man jetzt persönlich zur Verfügung gestellt hat, mehr wird. Auch ganz cool. Aber, also wie gesagt, die Profile müsst ihr euch dann selber importieren. Ich habe mir die selber wieder reingemacht. Weil hier sind nur die mit Media Player. Und wenn du für YouTube ein Video produzierst, brauchst du nicht diesen Media Player mit bei. Also, das ist dann halt unten so ein Icon. Ach, wie heißt.
Und bei nur MP4 ist halt die reine MP4-Datei, reine Video, ohne irgendein Player-Menü oder Informationen, die der Player braucht oder irgendein Scheiß. Das ist alles weg. Die Grundeinstellung für die normalen Videos, außer jetzt für 4K, Quatsch, nur MP4, die habe ich selber noch, also das nicht, aber hier unten, das habe ich selber nochmal angepasst. Die Grundeinstellung von allen Profilen ist Qualität 60% mit 128 Bit bei der Musik, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und bei dem neuen habt ihr dann praktisch so, dass das dann automatisch, ihr braucht halt nur die Datei auswählen, also den in Wattet verwandelt werden soll. Nur Audio, GIF oder MP4. Dann müsst ihr hier einen Namen eingeben und hier ist der Ort, wo es hingeht. Und dann könnt ihr einfach sagen, exportieren. Wenn ihr euch natürlich noch ein bisschen anpassen wollt, so, haben wir jetzt hier verschiedene Varianten. Wir können es in 720p runterrechnen. Also sagen wir mal, wir haben die Leinwand 4K gehabt oder 1080p. Wollen es aber nur in 720p haben, können wir hier runterrechnen oder hochrechnen in 4K. Oder hier 9 zu 16, 4 zu 5 und ja, das Seitenverhältnis könnt ihr dann halt ändern. Oder Benutzer definiert und dann könnt ihr selber was eingeben. Die Einstellung für die Codierung ist hier halt die Standardeinstellung, wie auch die Standardprofile sind. Das heißt halt, die Qualität steht auf 60%, Keyframe bei 5, 60 FPS ist nicht Standard. Standard ist, glaube, 30 FPS. Das ist das Einzige, was sich vom Standard abhebt, weil ich auch halt die Benutzer, also die Leinwand ja in 60 FPS habe. Und beim Audio, da habe ich jetzt selber schon, nee, Quatsch, das weiß ich jetzt gar nicht genau, ob ich die 192 selber reingemacht habe oder ob die drinne waren. Bei den vorgefertigten Profilen bis jetzt, bis zu Camtasia 22. Ab 22 ist das jetzt was anders, weil wie gesagt, wir haben nur MP4 haben wir nicht. Das ist jetzt das für nur MP4. Und wir haben aber die Möglichkeit, noch mit diesem Videoplayer zu machen. Da bei diesen Profilen ist grundsätzlich, wenn ihr das nicht geändert habt, 128 eingestellt von der Bitrate. Ich kann euch das auch kurz mal zeigen. Wir machen noch die alte Version und sagen einfach mal, wir möchten halt ein Profil bearbeiten. So, ich kann auch nur, nee, doch, jetzt kann ich, hier steht es drin. Wir nehmen jetzt einfach mal das Standardding, weil ich euch den Player ja zeigen will. MP4 mit Player. Warte nochmal. Da steht da drin 128. Haben wir da und die Qualität bei 60. Dann nehmen wir mal mit Player 700. Hier ist genau das gleiche. Und bei den Standardprofilen halt auch das gleiche. Ich habe die Standardprofile halt nur so drin. Und hier oben Keyframe 30. Und auch hier mit Smart Player Keyframe 30. Ich habe jetzt hier nur mein eines Video, mein eigenes Profil drin. Ich habe noch nicht alle Profile importiert. Hier ist nur halt, ihr ändert die Keyframe-Rate auf 60. Das Audio ist auf 192 und die Videoqualität auch bei 60. Reicht eigentlich aus, ist halt das Ideale zwischen Leist, also gut aussehen und Größe. Ist halt 60 wirklich das Optimale. Und dann kann man halt bis 75 hochgehen. Ab 75 kommt halt die Werbung. Achtung, hier wird es wirklich sehr groß von den Daten her. Also dass das ausgegebene Video halt sehr, sehr groß wird. Und von 60 bis 75 wird es natürlich auch größer. Und da habe ich auch Profile mit 70%, mit 75 oder 74% und so. Da bin ich mir selber noch nicht sicher, wie ich das machen werde. Da bin ich immer noch ein bisschen am hinterher einstellen, wie es halt am besten aussieht. Meine letzten waren jetzt so mit diesem Profil und ich hatte auch der neue gemacht mit 70% und ich hatte auch schon welche mit 100% gemacht und habe mir die verglichen. Aber du siehst halt von
Wenn du von 60 bis 75 siehst du leichte Unterschiede. Es kommt darauf an, ob Bewegung im Video ist, ob es viel Bewegung ist, ob es hell ist, ob es dunkel ist. Das kommt halt immer drauf an. Aber von 75 bis 100, die Dateien werden wirklich richtig groß. Siehst du auch einen Unterschied, halt je nachdem bei welcher Prozentzahl. Aber das, ja, das ist eigentlich, da kannst du auch bei bis zu 75 bleiben. Also das rechtfertigt nicht halt die Größe des Videos, was dann ist, was du dann länger brauchst zum Hochladen, für die zwei, drei Verbesserungen, die denn da sind. Das ist Quatsch, das lohnt sich nicht. So. Aber wie gesagt, ich hatte auch schon einige Videos mit 100% Qualität gemacht und so. Aber so, im Schnitt habe ich immer so um die 70% jetzt. Also zwischen 65 und 70% bin ich hier bei der Videoqualität. Ich habe verschiedene, also ich habe hier noch nicht alle Profile importiert. Und wenn wir dann halt hier oben raufgehen, ist es jetzt so. Warte, geht nochmal, zack. Und ich sage jetzt mal das Neue. So. Und wenn ich jetzt hier gleich sage, weil wenn wir die Voreinstellungen gemacht haben, die sind ja dann hier tätigt. Und ich sage exportieren. Ja, nee, nehmen wir aber nicht. Und zack. Moment. Mach nochmal kurz aus. Aber irgendwas mit der Videodatei. Wir machen das nochmal neu. So. Vorlage. Zack. Könnt ihr das nochmal sehen? Jetzt kommt gleich Camtasia. Und dann müsst ihr gucken, jetzt öffnet da. Da würde denn jetzt natürlich hier mehr denn drin stehen, weil der das importierte, oder würde auch teilweise länger dauern, je nachdem, wenn er das importierte darin holt. Wir machen uns einfach mal das Feuer jetzt hier hin. Diese Animation hier. So. Und wir sagen, wir wollen das produzieren als Video. Mit dem neuen. Die Einstellung haben wir ja drin. Exportieren. So. Und so, die ist schon vorhanden. So, machen wir eins dahinter. Exportieren. Und dann rendert das hier gleich los. So wie ihr das jetzt hier seht, so bleibt das auch. Das hinten bleibt alles bestehen. Es kommt halt nur dieses kurze Ding. Und dann kann man sagen, Medium anzeigen. Ort anzeigen. Wir können das Medium anzeigen. Dann haben wir das Video. So. Und wenn wir das Ort anzeigen, dann kommen wir halt zum Ordner. So. Jetzt kann man das auch wieder rauslöschen. So. Also wirklich von der Entwicklung super. Es läuft auch, also gefühlt. Das ist jetzt mein Gefühl, das weiß ich nicht hundertprozentig. Gefühlt läuft das ein bisschen flüssiger beim Rendern. Ich habe auch schon mit der Priorität hochgestellt von Camtasia und habe da geguckt, hab geguckt, ob es schneller oder ob es da hakt oder so, da läuft auch alles flüssig. Aber es fehlt mir immer noch was. Also ich bin mit Camtasia super zufrieden, auch vor allen Dingen hier mit der Leinwand. Ich gehe einfach hier drauf. Oder hier oben kann man auch dann ja die verschiedenen Prozente anzeigen. Hier 75, 100%. Und dann kann man halt hier sozusagen auch die Leinwand lösen. Dann kann man die lösen und Projekt so. Hier habe ich 60% FPS eingestellt. Das war ja auch ewig nicht da. Dann kann man die Rückwand, ja, aber die kann man gelb, grün oder was weiß ich machen. Ich finde es mit Schwarz angenehmer. Das ist nicht so beißend in den Augen. Und hier kann man dann die Basisleinwand auch nochmal einstellen. Wir haben hier Widescreen mit 4K, 1080p, 4K, Quatsch, 720p, Instagram-Größe. Capture iOS App. Ja, das sind dann halt von, weil die haben ja auch irgendwie so eine Capture-App für iOS-Geräte. iOS habe ich nicht. Das weiß ich nicht. Und dann hier nochmal iOS-Geräte allgemein, dass man das halt so ein bisschen. Man kann auch Benutzer definiert machen und kann dann halt sagen, wie groß das sein soll. Wenn man das hier drinnen lässt, dann passt sich das untere dem oberen an. Wenn man das öffnet, kann man hier einen ganz anderen Wert als hier machen. Also praktisch, dass das Bild fast schräg ist.
Da kann man sich das dann alles so ein bisschen anpassen. Was ich sehr schade finde und was ich hoffe. Wir werden mal schnell aus der Bibliothek. Nur mal aus meiner Bibliothek. Mal kurz den Abspann mit rein hier, damit ich euch was zeigen kann. So. Und was mir auch richtig persönlich super gefällt, ist die Favoriten, die seit voriger Version, glaube ich, mit bei sind. Weil ich habe so ein paar Sachen, die habe ich gerne als Favorit, weil die nutze ich ziemlich gerne. Deswegen behaltet erst 21. Also wenn ihr einfach so updatet, müsste das beibehalten sein, aber ich habe sie ja 22 als einzelne Version installiert und mit dem Code freigegeben. Wenn ihr das dann so macht, behaltet noch die 21er Version drauf, damit eure Favoriten mit übernommen werden in die 22er Version. Dann braucht ihr die nicht nochmal neu setzen. Ja. Ich hatte ganz schöne Probleme bei der Version 21. Warum? Kann ich euch auch gleich erklären. Nicht, dass die Version Probleme gemacht hat. Nein. Ich bevorzuge diesen Übergangseffekt Blende. Ich vergesse den Namen grundsätzlich immer wieder. Aber diesen habt ihr vielleicht in meinen Videos mitgekriegt. Diesen bevorzuge ich. Den nutze ich am liebsten. Gefällt mir persönlich am besten. Und wenn dann halt so zwischendurch mal Cuts sind, dann nehme ich auch mal diesen mit den Strichen hier, die sich, oder, also, so mosaikmäßig hier. Das nutze ich auch mal und das ist dann halt eine Animation hier. Und da hat man jetzt hier die Favoriten und kann halt dann und auch hier für unkenntlich machen und hat dann halt praktisch das, was ihm hier fällt, so drin und kann dann halt immer schnell darauf zugreifen. Und ich bevorzuge halt diesen Übergang. Und den habe ich ewig gebraucht, bis ich den gleichen Übergang wieder in der 21er Version gefunden habe. Weil bei den Übergangseffekten, hier ist noch mal mehr drin. Ist nämlich von der 20er Version zur 21er Version viel dazu gekommen. Und bei der 22, guckt euch das da an. Ich habe auch schon ein bisschen rumexperimentiert mit einigen. Da gibt es auch ein paar, die mir gut gefallen. Die müsste ich dann mal nehmen. Da sieht man, kann man auch, so eine Vorschau hat man dann auch, dass man sich den Effekt auch angucken kann und sehen kann, auch der gefällt mir. Hier zum Beispiel das hier. So, so eine Art Blende. So. Und da ist so viel dazu gekommen. So viel. Deswegen speichert euch eure Favoriten irgendwie ab. Oder markiert euch die oder irgendwas, weil sonst findet ihr das so schnell nicht wieder. Wenn ihr so vom Namensgedächtnis seid wie ich. Aber dafür haben wir die Favoriten. Das finde ich ganz gut. Dass man auch Sachen exportieren kann. Dass man komplett die ganze Bibliothek, die ich habe. Ja. Das ist meine Bibliothek hier. So. Da. Die kannst du komplett exportieren. Oder halt nur einzelne Sachen. So, hier haben wir auch Hilfe zur Bibliothek. Da können wir raufgehen und da wird das dann auch nochmal alles erklärt. So. Du kannst jetzt hier einzelne Sachen einfach sagen, exportieren oder importieren. Kannst du das auch. Wo waren hier exportieren? So, hier kannst du das nur verschieben nach oder kopieren nach. Hier kannst du importieren. Hier ist Element exportieren. Dann kannst du halt ein einzelnes Element exportieren. Aber man kann auch einfach alles markieren, Rechtsklick und dann sagen Element exportieren. Ich mache jetzt einfach mal hier und Odin und haben wir den 14.07.2022, damit man halt auch weiß, verwandelt ist. Speichern. Und wenn wir uns das jetzt hier wiederholen, Camtasia, haben wir jetzt hier, das ist diese Datei, die mit dem Schloss hier.
Da können wir raufklicken. Und dann kommt halt hier das Feld, dann können wir halt importieren oder abbrechen. Dann kann auch sagen, wo wir das hin importieren haben wollen. Wir haben ja nur die einzelnen Sachen importiert. Ihr könnt euch auch die komplette Bibliothek, dann könnt ihr jetzt hier sagen, Standard importieren. Standard waren jetzt nur die Flammen drinne. Ja, die sind jetzt hier und alles andere ist dazu gekommen. Und meine Bibliothek ist immer noch da. Ist immer noch alles vorhanden. Also, das ist halt richtig toll, das erleichtert auch vieles, aber also hat ja lange gedauert, bis 4K und so da kam, aber ich würde mir echt wünschen, man kann diesen ihr seht ja hier diesen Unkenntlichkeitseffekt, ja, man kann sich den ja anpassen, wie man möchte, groß, klein, So, ich nehme das jetzt einfach mal so. Wenn wir aber jetzt ein bewegendes Objekt haben, dann müssen wir das hier Frame für Frame dahin ziehen, wo hin muss. Dann, also machen wir uns die Sache einfach hier lang und dann da machen wir den Cut, weil ab da ist es nicht mehr, dann kommt das Objekt wieder von rechts rein, dann müssen wir dann halt dahin ziehen, wo wir hier hin müssen und dann wieder Frame für Frame für Frame für Frame nachhin. Ich würde mir wünschen, dass sie diesen Blur-Effekt, also diesen Unkenntlichkeitseffekt, wenn sie da auch noch eine Version machen würden, wo man auch gleich erkennt, was man markieren will. Also dass man halt, oder beziehungsweise, dass man ein Objekt im Video markieren kann. Ich hatte da mal so ein anderes Ding, aber das funktioniert nicht mehr so richtig. Das war so ein Pfotensymbol als Icon. Aber fragt mich jetzt nicht, wie das heißt. Und das funktioniert aber nicht mehr. Dass man dann halt sagt, hier dieses Objekt, ein Gesicht, oder dass das schon erkannt wird, und dann halt sagt hier, das möchte ich unkenntlich machen. Und dass man halt sagt hier, diese Stelle möchte ich unkenntlich machen oder dieses bewegte Objekt, weil es sich ja bewegt. Dann kannst du halt einen Kinderkopf umranden und dann hast du so den Effekt und wenn du Kind nach links oder rechts sieht, verfolgt das dann halt das Kind. Hast du dann halt so ein kurz, sagst du, okay, berechnen. Dann berechnet der das über das ganze Video hinweg, musst du halt kurz warten. Und dann, wenn du fertig bist, dann guckst du dir das an und sagst, ah, hier fehlt noch ein Zentimeter. Stopp, machen wir. Jo, so ist richtig. Dann guckst du weiter und dann bewegt sich das halt, so wie das Kind sich bewegt und sagst, ah, hier fehlt wieder was. Siehst du dir zurecht. So. Und dann spielst du wieder ab und dann läuft das wieder weiter und so machst du dann. Das würde ich mir wünschen. Das würde ich mir wünschen. So ein Verfolgungsding für Unkenntlichkeit. Ja? Aber sonst bin ich mit Camtasia seit Jahren mega zufrieden. Es ist übersichtlich. Es ist einfach zu bedienen. Die Vorschaufenster sind super, die sie eingeführt haben, dass man halt den Effekt sehen kann. Dass man nicht einen Effekt draufballert und dann sagt man, ach, scheiße, der passt nicht dazu. Nimmst einen anderen. Du machst einen anderen Effekt. Und dann kannst du alles überall vorschaumäßig, jetzt mit der Bibliothek, du kannst importieren, kannst exportieren, deine Sachen gehen dir nicht mehr verloren. Du kannst ja auch die Profile kannst du exportieren, du gehst dann halt, wie gesagt, auf Camtasia-Ordner, kopierst die einfach. So. Camtasia. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel 22. Wenn ich jetzt hier kopiere. Das ist jetzt die 1080p 60 FPS Variante. So. Die haben wir hier nicht. Wir haben nur die 4K Variante hier, aber die haben wir nicht. Da gehen wir jetzt einfach drauf. Ein. Falsche. So. Einfügen. Da seht ihr, da ist es. Und das haben wir, habt ihr ja vorhin hier, oder habt ihr ja hier gesehen. Ich gucke, zeige euch nochmal. So. Ach, ich habe nichts drauf. So, da, jetzt. So, da ist es. Mit Logo 1080p, 60 FPS, neu. Ja? Ich habe auch noch in einem anderen Ordner, also da, sonst ist es zu unübersichtlich. Ich mache mir die selber immer wieder rein und raus. Ich teste ja gerade mit Profilen rum. Ich habe ja auch neu mit 80%, neu 90% und also verschiedene Namen, um die halt schnell mal einzuwechseln. Weil in der normalen Produktion reicht mir das so, dass ich halt zack, 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 zack aktivieren, fertig ist. Da sind mir die ganzen Profile zu viel. Aber wenn ich dann so
meine Experimentierphase habe und immer noch ein bisschen rumteste, weil ich, wie gesagt, ich bin immer noch am Testen, wo man welche Prozentzahl am besten nutzen kann, dass man halt wirklich einen guten Schnitt hat zwischen Qualität und Größe des Videos. So, wir öffnen jetzt einfach mal die Version 21. Da haben wir es. Und wir gehen einfach auf ein neues Projekt. Geil ist so, dass ihr aus Snagit, das hier Snagit, Sachen importieren könnt. Das zeige ich euch auch gleich noch. Das ist auch ein Camtasia eigenes Programm. Proteinsbibliothek. Und das gehen wir hier rein. So. Und jetzt wollen wir hier einfach mal sagen, lokale Daten. Und hier haben wir jetzt die ganzen Profile. Und hier, das ist neu dazugekommen. Das ist mein Profil, was ich auf dem anderen hatte. Ja? Also ihr könnt die Profile einfach auch im Ordner markieren, welche haben wollt, kopieren. Außer die hier oben, die tauchen nicht auf. Nur diese normalen. Und dann könnt ihr die halt euch auch zur Sicherheit sichern, wenn was ist. So, aber das ja, ja. Nein, wollen keins. Ihr könnt auch aus Snagit einfach hier Sachen, so, könnt auch hier da einfach Sachen importieren. Ich habe hier zum Beispiel, wie gesagt, ich habe das Video ja schon ein paar Mal versucht zu machen. Dadurch habe ich ja hier einige Sachen drinne. Könnt ihr das auch hier einfach importieren. Ziehen auf die Timeline, dann taucht es hier gleich auf. So. Das ist jetzt eine Datei von Snagit. Ja. Das ist ein Screenshot-Programm, aber halt auch ein Bearbeitungsprogramm, also ein Bildeditor. Ne? Kann man verschiedene machen. Ich kann es auch den Screenshot komplett fotografieren. Das hat mir zum Beispiel geholfen, wo ich mein Intro wieder neu gemacht habe. Da habe ich nämlich einfach dieses Bild. Ja. Falsch, Moment. Rückgängig. So. So. Man kann auch den kompletten Bildschirm sich fotografieren, nämlich. Ich zeige es euch mal nur anhand eines Beispiels, also dieses Beispiel. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe jetzt nicht nur, das ist jetzt, weil ich das halt in Camtasia, doch in Camtasia fotografiert habe. Ihr seht ja hier mit dem Rendern, das ist ja hier. Müsst euch ja vorstellen, ihr guckt euch ein YouTube-Video an, weil ihr spielt ein Video ab, auf dem Bildschirm, komplett groß, über den ganzen Bildschirm. Und dann macht er einfach einen Screenshot. So, und dann zieht er, dann habe ich mich hier reingezogen. So. Beziehungsweise das alte Video, ich habe vom alten Video, weil ich schon mit den Icons hier richtig angepasst hatte, halt ein Foto gemacht. Also so, habe das hier reingezogen und habe mir die ganzen Elemente dann hier so angepasst. Eine Schrift, also die Schrift gemacht habe und die Icons hier neu, dass das so in etwa ist wie beim alten. Hier bin ich ein bisschen zu nahe gekommen mit dem O am Icon, das hätte ich mal ein bisschen, aber egal. Ja, da habe ich mir das dann als Vorlage genommen und habe dann gesagt, okay, dann nehmen wir hier das. Ja, passen uns jetzt von der Größe her an. Ich mache es mal ein bisschen übertriebener, damit ihr die Unterschiede merkt. So, passen wir uns jetzt an. Hier drüben nehmen wir den Telegram. So. Passen wir auch. Machen das denn hier hin. Dann haben wir die Effekte, da habe ich die Effekte drauf gemacht, dann die Schrift natürlich noch. Und dann, wie gesagt, was da stehen soll und welchen Effekt das haben soll, welche Schriftart. Ja, und dann mir alles so angepasst, wie es mir gefällt. Und dann habe ich die untere Datei einfach weggenommen. Ihr seht ja, die Dateien bleiben einfach stehen dann. Die löscht er dann raus und dann fertig ist. Zack, alles weg. Kann man ja überblenden, ja. So. Aber das soll es jetzt auch so weit gewesen sein. Ich bin schon wieder. Oh, Scheiße. Bei fast einer Stunde. Leute, ich kann es halt nicht vorher. Ich werde das jetzt so lassen, das Video. Es ist einfach in Camtasia in der neuen Version so unfassbar viel drin. Ich habe euch noch nicht mal
noch nicht mal ein Bruchteil von dem gezeigt, was Camtasia machen kann. Und vor allen Dingen, was alles mit Bias an Cruiser-Effekten, an Übergängen, Animationseffekten, Verhaltensweisen. Also ihr könnt die Schrift sagen, wie die sich verhalten soll. Springen, einblenden, wegblenden. Verhaltensweise von einem Objekt. Ihr macht ein Bild rein. Also wie jetzt das hier zum Beispiel. Ja. Könnt ihr euch ja von der Größe dann anpassen. Dann könnt ihr ja einen Verhaltenseffekt draufpacken. Solltet hüpfen. Wie soll es reinkommen? Soll das Hüpfen groß sein, soll es klein sein, soll es runterkommen und ein bisschen federn oder soll es runter und dann anfangen zu hüpfen? Oder soll es denn halt Kreise drehen oder soll es hoch zittern oder was weiß ich? Da ist so unfassbar viel drinne. Auch den Hintergrund könnte da zum Beispiel unsichtbar machen, wenn ich jetzt hier einen einfarbigen Hintergrund hätte. Könnte ich halt praktisch bei der Cam so machen, dass halt nur meine Sicht zu sehen ist und alles andere hinter mir dann ausgeblendet ist. Und. Auch soundmäßig. Da. Ihr könnt bei Audio-Effekten hier, visuelle Effekte haben wir auch, darum können wir das ganze Video schneller machen. Wir können aber auch bei Audio-Effekten das Gesprochene schneller machen. Wir können einblenden, ausblenden vom Audio. Wir können bei visuellen, wie gesagt, das schneller machen, dass es dann wird. Hier seht ihr dann auch eine Vorschau, wie das aussieht. Oder hier, dass es dann in so einen Fernseher reingeht. Kann ich ja mal kurz hier. Nehmen wir das mal alles raus. Und dann nehmen wir einfach mal das. Wenden das hier drauf an. So. Und dann würde das, machen wir uns jetzt mal kurz groß und dann schiebe ich das mal hier rüber. So, dann würde das so aussehen. Wir haben einfach nur ein Hintergrundbild und das wird automatisch angepasst, das Bild, was ihr habt, dass das da drin ist. Das ist so geil. Oh, wir können halt auch. Ja. So, da sieht man jetzt nicht viel. So. Auf Farbe oder hier. Aber da wird erkennen, dass es weicher wird irgendwie. Nee. Da waren jetzt zu viele drauf wahrscheinlich. Ihr könnt halt so viel raufballern und anpassen, müsst ihr gucken. So, hier können wir uns das Licht jetzt anpassen. So, ziehen wir zurück. Und dann haben wir hier so einen Lichteffekt. Dass das Licht halt hier nur hinscheint und alles dunkel ist. Und das ist ein Bruchteil von dem, was ihr wirklich alles könnt. Wie gesagt, könnt auch ein bezahltes Abo machen, um auch Sachen aus der von Camtasia, vom Server, wo auch andauernd neue Sachen dazu kommen, runterzuladen. Soundeffekte, Musik und was weiß ich. Es ist einfach unfassbar viel drin. Aber ich würde denn jetzt hier mit euch mal abschließen, das Video, weil ich bin jetzt garantiert wieder bei einer Stunde oder sowas in dem Dreh. Von mir einen ganz dicken Daumen hoch. Also ich finde gut, was jetzt viel drin ist, noch mehr drin ist, noch mehr Auswahl drin ist. Ihr fühlt für mich persönlich, läuft das jetzt auch ein bisschen flüssiger beim Rendern, dass ich dann halt, wenn ich render und sage, die Qualität hochstelle, dass ich dann halt noch nebenbei was machen kann. Aber naja. Kann auch mit der neuen Grafikkarte zusammenhängen, aber auch so im Programm läuft es halt etwas flüssiger. Aber das ist jetzt nur mein persönliches Gefühl. Ob es jetzt wirklich so ist, kann ich nicht beurteilen. Ein paar Sachen fehlen noch. Da würde ich mich freuen, wenn Camtasia da noch nachlegt. Und das auch noch möglich macht, dass man dann ein Programm wirklich hat für alles. Das wäre der Knaller. Von der Übersicht, von der Anordnung, super. Super, 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 super. Ja, ich bin begeistert. Umsonst nutze ich das ja nicht seit 5 Jahren. So, aber das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.